Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich begrüße Sie zum ersten Shopping Center Forum Live Talk vom 4. Mai 2020 live aus Basel. Schön, dass Sie, meine Damen und Herren, bei diesem spannenden Talk mit zwei interessanten Gästen heute live dabei sind. Bei mir im Studio der Patrick Stäuble. Guten Morgen. Ja. Er ist CEO vom grössten Einkaufszentrum der Schweiz, im Shopping Tivoli in Spreitenbach. Heute in einer Woche, am 11. Mai, am nächsten Montag, können alle Shops und Restaurants wieder öffnen. Wir werden später in der Sendung, Patrick, von dir wissen, wie dein Team und du sich darauf vorbereiten, um dem zweiten Frühling eine richtige Chance zu geben. Okay. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist und wir sind gespannt auf deine Ausführungen. Zu Ihrer Information, sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich halten wir die Hygienevorschriften vom Bund ein. Sie sehen es vielleicht nicht, aber der Patrick und ich haben vor uns eine Plexiglaswand. Das ist eine Situation wie ein Bankschalter, aber dementsprechend können wir die Hygienevorschriften einhalten. Der Produzent von der heutigen Sendung ist Andi Klossner und von Instinct Pictures und in der Regie ist der Patrick Kunz. Vielen Dank Andi und Patrick für den professionellen Support von dieser ersten Sendung. Ich begrüße jetzt live mit einer Skype-Verbindung der Herr Dr. Armin Zucker. Guten Morgen, Herr Dr. Zucker. Wir haben uns vorher noch geeinigt, dass wir uns die Aussagen, du siehst, ich habe schon das erste Mal das nicht gemacht. Schön, dass du bei uns bist, Armin. Wir werden uns später zum Thema Mieten unterhalten. Ich möchte jetzt unsere Zuschauer noch darauf hinweisen, einige haben auch bereits im Chat gewisse Nachrichten geschrieben. Vielen Dank, unter anderem Robby. Ich habe gesehen, du hast auch bereits eine Nachricht an Patrick und an mich geschrieben. Sie können den Chat nutzen, wenn Sie Fragen haben an uns oder Bemerkungen. Wir können vielleicht nicht auf alle eingehen, aber versuchen, wenn möglich, entsprechend darauf einzugehen. Vielleicht gerade eine erste Frage an den Chat, an Sie daheim, an die Zuschauer daheim vor dem Bildschirm. Was denken Sie, wie viel in Schweizer Franken pro Jahr Mieten gezahlt werden? Wie viel die Mieter Mieten zahlen in Geschäftsliegenschaften? Dann schauen, ob jemand spontan gerade die Antwort hat. Ich löse auf, das sind rund 12 Milliarden Franken pro Jahr. 12 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr. Herr Dr. Zucker, Armin, damit können wir uns ein eine Vorstellung machen über den grossen Markt. Das sind pro Monat rund 430 Millionen Schweizer Franken, die an Mietzinsen und Mieterträgen reinkommen. Also kein Klacks. In einem Interview vom 29. April habe ich gelesen, dass du und deine Juristen der Meinung sind, dass Geschäftsmieter, die während dem Lockdown ihre Läden haben müssen schliessen, keine Mieten zahlen müssen. Wie sind ihr auf diese Meinung gekommen? Also auf diese Meinung sind wir gekommen, weil auch bei uns ist es natürlich ein Schock gewesen, eine Schockstarre zuerst nach der Totalschliessung und dann sind Telefone seither, seit bald zwei Monaten, haben wir nonstop, wirklich nonstop müssen durcharbeiten, weil für die, die es nicht wissen, der Geschäftsmieterverband vertritt grosse Ketten, aber auch viele Gewerbemieter und insbesondere eben Detailisten, Retailers, die alle geschlossene Geschäfte hatten. Und die haben uns die einfache Frage gestellt. Volle Miete bei leerem Laden, das geht doch nicht. Und dieser Frage sind wir nachgegangen und nicht nur wir, sondern so ziemlich jeder Mietrechtler und Rechtsprofessor, der sich zu diesen Themen schon den Kopf zerbrochen hat. In der Zwischenzeit gibt es fast 20 Stellungnahmen und Gutachten und Meinungsäußerungen zu dem Thema. Es gibt zwei
komplett diametral entgegengesetzte Lager. Es gibt Zeiten von den Eigentümern, die haben es vom Professor Higgy, ein Spezialist, ein ganz kurzes Statement eingeholt und der hat gesagt, nein, Mieten sind geschuldet, aber das ist jetzt mal ein erster Wurf. Und darauf aber hat es sehr viele Abklärungen gegeben, wo sagen, die Mieten sind nicht geschuldet. Mit drei Argumenten. Erstens, es ist ein Mangel. Jetzt werden die Eigentümer sagen, ja, das ist doch Blödsinn. Damit haben wir ja gar nichts zu tun, wir sind ja gar nicht schuld. Das Mietrecht sagt, es kommt nicht darauf an, ob ein Vermieter schuld ist, wenn eine Einschränkung vom Gebrauch besteht oder nicht. Es gibt die sogenannten Nachbarstreit. Es wird im Nachbargebäude gebaut und der Geschäftsmieter ist eingeschränkt in der Nutzung durch Lärm oder Gerüst. Das Bundesgericht sagt ganz klar, ein Mangel, die Miete muss herabgesetzt werden. Das Gleiche bei der sogenannten Fluglärmentscheid. Da kann der Eigentümer nichts dafür, dass jetzt durch eine neue Flugschneise mehr Lärm entsteht. Klare Meinung von der Gericht. Der Eigentümer haftet dafür, weil Eigentum verpflichtet. Es ist in seiner Gefahrensphäre. Dann gibt es noch eine andere Rechtsthese, die sagt, wenn sich die Vertragsverhältnisse komplett fundamental ändert, dann muss der Richter quasi etwas Neues gestalten, weil niemand hat damit gerechnet. Wir persönlich glauben, dass diese These da zur Anwendung kommt, weil es ist ziemlich genau 100 Jahre her, dass man mit der spanischen Grippe etwas Vergleichbares hatten. Mit dem hat niemand rechnen können, weder Eigentümer noch der Mieter. Und dann gibt es noch eine These von der Unmöglichkeit, gehen wir nicht auf die Details ein. Zusammengefasst sind wir sehr optimistisch und das nicht nur aus Zweckoptimismus oder weil wir jetzt, wie gewisse Gegner von uns vorwerfen, wir möchten prozessieren und Geld verdienen als Anwalt. Nein, wir sind da als Vertreter der Geschäftsmieter. Wir sind überzeugt, dass bei einem zwangsgeschlossenen Betrieb am Schluss Gericht werden sagen, da braucht es eine Herabsetzung von der Miete. Aus welchem Grund? Vielleicht alle drei Gründe, vielleicht nur einer. Das ist noch offen. Es gibt keine Präjudizien. Das ist konzidiert. Es gibt für jede Auffassung einen Experten. Und wie das Bundesgericht entscheidet, ist offen, Glaskugel. Aber ich glaube, der Trend ist klar. Es wird eine Anpassung geben. Armin, für die erste Einschätzung. Du hast den Hauseigentümerverband als Krisenprofiteur bezeichnet. Bereust du die Aussage? Keineswegs. Wir haben auch sehr viele spontane Dankesmail bekommen, dass mal endlich jemand nicht interessengebunden ist und es wagt, das auszusprechen. Und warum haben wir das gesagt? Weil wir sehen, eine Doppelzüngigkeit in den Aussagen der Investoren und der Eigentümer. Nicht alle, es gibt leuchtende Beispiele, aber viele sagen nach außen, gerade die Verbände, unter anderem der Hauseigentümerverband und auch der VIS, ja, wir machen faire Lösungen, wir zeigen Solidarität. Aber wenn es dann ums Verhandeln geht, dann sind sie knallhart. Und ich könnte euch jetzt zeigen, also wirklich, so einen Haufen von Androhungen, von Zahlungsverzugskündigungen, als ob Geschäftsmieter nicht schon genug Probleme haben. Aber jetzt schicken sie uns zu Dutzenden solche Briefe, zahlen innerhalb, teilweise sogar innerhalb von 30 Tagen. Sie wollen uns nicht mal die 90 Tage geben, die der Bundesrat durchstreckt hat. Sonst fallen wir euch raus, Vogel friss oder stirb. Und wer so in einer globalen Krise, wo unser Gewerbe derart bedroht, den Mieter unter Druck setzt, das ist ein Krisenprofiteur. Ja, Armin, nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ich denke, die Eigentümer werden das sicher ein bisschen anders auch ausdrucken. Ich nehme noch eine andere Optik dazu. Der Lockdown, der am 16. März vom Bundesrat angeordnet worden ist, wo natürlich jetzt großen Einfluss hat, entsprechend auf die Diskussion,
Wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn auch der Bund in Bezug auf Mieten eine größere Verantwortung eingenommen hätte, weil das der Kredit, den ja jeder Mieter beantragen konnte, das ist eine kurzfristige Lösung bzw. ein langfristiges Problem, wo man dann vielleicht Schulden mehr hat. Müsste dort der Bundesrat nicht eine aktivere Rolle übernehmen, aus deiner Sicht? Ja, das haben wir sehr gehofft und sind da wirklich sehr enttäuscht worden. Und wenn ich sage, mir ist das eben das Gewerbe, dann ist das das Rückgrat von der Schweizer Wirtschaft. Das ist aber auch unsere Struktur. Wir wollen nicht in Situationen gelangen, wie es in Amerika beispielsweise sind oder schon in England, wo es nur noch grosse Ketten gibt, vielleicht einmal und sonst überhaupt nichts mehr an Gewerbe. Und nur schon aus dieser Verpflichtung vom Bundesrat raus, gerade auch die bürgerlichen Bundesräte, dass sie ihren Stammwähler dem Gewerbe jetzt helfen, ist es unverständlich, dass man sich aus der Verantwortung gestohlen hat. Man hat den ganzen Scherbenhaufen den Eigentümer und den Geschäftsmieter zugeschoben und gesagt, débrouillez-vous. Wir haben damit nichts zu tun. Und die Asymmetrie von der Finanzkraft ist völlig unbeachtlich geblieben. Da hat die Immobilienlobby natürlich ein starkes Sagen. Es ist nicht gerechtfertigt, dass man dann mit der Liquiditätsspritzen der Mieter sagt, ja, damit könnt ihr ja quasi die Miete zahlen. Jeder weiß, das weiß man aus dem Kleinkredit raus, wer laufende Kosten mit Kredit deckt, der ist ganz schnell in den Schuldenfalle drin. Das kann nicht die Lösung sein. Aber der Bundesrat hat es jetzt nochmal wiederholt am 1. Mai. Er will sich da nicht reinmischen. Das sollen die Parteien selber auskehren. Ob das so ist, entscheidet sich in diesen Minuten in der Sondersession vom Parlament. Ansprechen, da gibt es ja gut um den Mietzinserlass, Armin, für Kleinunternehmer und selbstständig Erwerbende einerseits und andererseits um Mieter mit einer Bruttomiete von über 5'000 Franken. Was ist aus deiner Optik da, was wäre da ein möglicher Weg, wo sinnvoll ist, aber jetzt auch wieder unter Betrachtung von Mieter und Mieter, was wäre ein sinnvoller Weg und unter Betrachtung auch vom Bund? Ich denke, ich würde eigentlich auch den Bund in die Betrachtung mit einbeziehen. Wäre eine Drittellösung zum Beispiel eine faire Lösung aus deiner Sicht? Also ich glaube, ich muss nicht noch zusätzliche Motionen entwerfen, weil es gibt schon so viele. Aber die im Moment zur Diskussion und zur Abstimmung kommen wird, ist die von der WAK, von der Wirtschafts- und Ausgabenkommission, vom Nationalrat. Also sicher nicht etwas Extremes oder etwas aus dem Mieterkreis. Und die haben gesagt, 70-30. 70% trägt der Eigentümer, 30%. Und das wohlgemerkt nur während dem Lockdown. Das grosse Problem ist ja die Zeit nach dem Lockdown. Dort wird man ja müssen wirklich schauen, damit Geschäftsmieter überleben. Aber das ist eine kurze, das ist eine einfache, pragmatische Lösung. Die würden wir sehr unterstützen, hoffen, dass sie durchkommt. Aber wir sind natürlich aufgrund der Kräfteverhältnisse vor allem im Ständerat skeptisch. Und dann gibt es die vom Verband Immobilien Schweiz. Das ist ein Feigenblatt. Da sagen sie nämlich, bis 5'000 Franken wird für 2 Monate der Mietzins erlassen. Aber nur bis 5'000. Das heisst, das sind die Mikromieter und das ganze mittelständische Gewerbe, aber auch die grösseren Geschäftsmieter, die würden nichts bekommen und die sind nach wie vor der Eigentümer ausgesetzt. Es ist möglich, dass diese Lösung durchkommt, weil sie kostet den Eigentümer nichts und ist dann quasi das Alibi, wir haben uns ja solidarisch gezeigt. Das kostet den Eigentümer einen Klacks, die 2 Monate für kleine Mieter. Das sagst natürlich du jetzt für die Eigentümer, die sagen, sehen das natürlich anders, haben natürlich auch ihre Pflichtungen gegenüber und auch in den Chat-Kommentaren habe ich gesehen, dass von Eigentümerseite natürlich Bemerkung kommt, ja, wie sollen wir davon profitieren. Also, dass wir, dass jetzt die Eigentümer Profiteure sind, das kann ja auch nicht der Fall sein. Natürlich, ich denke, auch die sind leidtragend, wie alle Betroffenen in dieser Situation. Leidtragend, wenn sie auch würden Konzessionen machen und nicht nur Stundungen anbieten. Stundungen kann keine Lösung sein, weil es ist
ein Writing on the Wall, jeder weiß es und der Patrick Steuerli wird es nachher sicher bestätigen. Wir kriegen es von allen Seiten gesagt, es wird nicht mehr die gleiche Welt sein. Das, was Frau Matullo sagt, zurück zur Normalität. In einer Mehrzahl von Betrieben gibt es die Vor-Corona- und die Nach-Corona-Zeit. Und das ist nicht mehr das, was voran war. Gastronomen an der Spitze, aber ganz viele andere Gewerbe werden leider das auch müssen erleiden. Und da müssen eben auch die Eigentümer entgegenkommen. Nur zusammen geht es. Das ist, denke ich, ein gutes Stichwort, Armin. Und wir haben einen Chat-Kommentar von Claudio Müller. Er sagt auch, dass im Moment nicht juristisch argumentiert werden sollte, sondern mehr eigentlich der Dialog gefördert werden soll. Das Problem ist da, es hat eigentlich eine sinnvolle Opfer, er redet von einer Opfersymmetrie, sollte man finden. Was ist deine Haltung dazu? Ich meine, klar, du vertrittst die Mieter, aber ich denke, der Dialog, was kann man mit dem Dialog aktuell erreichen aus deiner Sicht? Ich denke, man kann Folgendes erreichen. Man kann verhindern, dass es lange und sehr teure Gerichtsverfahren geben wird. Aber wir haben bereits den einen oder anderen Fall, wo der Mieter sagt, ich kann das sowieso nicht mehr zahlen. Das ist viel zu hoch, die Miete. Ich muss einen Prozess führen, damit die Miete runtergeht, weil der Eigentümer kommt nicht entgegen. Aber das kann nicht die Lösung sein für die gesamtschweizerische Geschäftswelt. Die Lösung muss sein, dass man transparent aufeinander zugeht, dass der Geschäftsmieter jetzt kann zeigen kann, aufgrund der ersten Wochen, ersten Monate, hört, bei mir ist der Umsatz um 50%, 60%, 40% zusammengebrochen. Der Blick über die Grenzen, Österreich, Detailhandelsumsatz im Schnitt 40% drunter. Bei den Gastronomen viel schlimmer. Dass da der Eigentümer sagt, statt dem Leerstand gebe ich dir eine Umsatzmiete. Also wenn du im Vergleich zum Vorjahr 50-60% weniger hast, dann zahlst du weniger Miete. Weil ich will, dass du überlebst. Einen Nachfolger gibt es nicht in dieser Situation. Das muss doch im Interesse von beiden sein. Das hängt natürlich aus Immobiliensicht natürlich mit den Bewertungen von der ganzen Immobilie zusammen. Das macht es natürlich sicher komplexer, auch für die Eigentümer der Liegenschaften entsprechend darauf zu reagieren. Wir haben noch einen Kommentar von Peter Herzog, Gastroexpert, finde ich auch spannend. Er sagt, die ganze Diskussion über die Lockdown-Zeit irreführend. Er sagt eigentlich, das sind ja nur 2 Monate, in Anführungsstrichen, 2 schwierige Monate. Aber was jetzt kommt, ist natürlich die Zeit nach Lockdown, wenn die ganzen Gastronomen und auch Retailer wieder die Fläche betreiben, aber unter anderen Voraussetzungen, sprich mit weniger Leuten im Laden oder noch viel gravierender in der Gastronomie, also in den Restaurants. Wie siehst du das? Es hätte doch ein bisschen eine Öffnung geben können. Also man hat es in anderen Ländern gesehen, dass die Behörden dort entsprechend auch Allmannflächen zur Verfügung gestellt haben. Wir haben den Sommer vor uns, war eigentlich der ideale Zeitpunkt für einen Rausstuhl. Wenn man das früher auch schon in verschiedenen Schweizer Städten hatte, was ist da die Meinung dazu, Armin? Es ist sinnvoll, dass sind auch Behörden gefordert, dass sie den Gastronomen jetzt grosszügig entgegenkommen mit Lockerungen, wie kann gestuhlt werden. Und danke für den Hinweis vom Herrn Herzog. Das ist eigentlich das viel wichtigere, grössere Rat, an dem jetzt beide Parteien drüllen müssen. Die 2 Monate, ob Erlass oder nicht, das wissen wir in 3 oder 4 Jahren vom Bundesgericht. Aber die Zukunft, die dauert jetzt viel länger. Und an dem muss man jetzt schaffen, wie kann man adäquat den Geschäftsmieter das Überleben helfen. Und da ist der Vorschlag mit der Umsatzmiete, glaube ich, zielführend und zukunftsweisend. Noch eine letzte Frage, oder vielleicht vorab noch eine Frage. Wenn jetzt wirklich jemand möchte vor Gericht gehen und sagt, ich ziehe jetzt das durch, jetzt gehe mit dem Kopf durch die Wand, wenn das bis zum Bundesgericht würde gehen, das kann in Jahren dauern. Macht das Sinn? Oder wie viele Jahre würde das dauern, bis man so einen Entscheid hätte vom Bundesgericht? Armin, was ist da deine Einschätzung? Das ist Glaskugellesen. In der Regel dauert so ein Entscheid um die 4 Jahre. Es gibt aber die Möglichkeit natürlich, dass es jetzt schneller geht, weil die Gerichte spüren,
Das ist eine Grundsatzfrage, das ist ein Pilotprozess, den müssen wir jetzt schnell entscheiden, um Rechtssicherheit zu schaffen. Und das ist jetzt eben auch das Versagen vom Bundesrat, darum wäre die 70-30-Lösung oder auch andere, aber zumindest eine klare Vorgabe für alle Geschäftsmieter so wichtig gewesen, damit man auch eine Planbarkeit für Budgets hat. Und jetzt hängen alle durch, und da habe ich auch Verständnis für die Eigentümer. Die wissen eben auch nicht, wohin die Reise geht, was die Politik entscheidet. Aber in ein paar Stunden wissen wir zumindest das. Sehr gut. Vielen Dank, Armin, für die Ausführungen von dir. Wir sind, haben einige Chat-Fragen gehabt, haben ja zum Teil auch können beantworten. Wir sind jetzt in der Halbzeit von unserer ersten Sendung. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung und sehen uns in 2,5 Minuten wieder. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind zurück zum ersten Shopping Center Forum Live Talk. Heute mit dem Dr. Armin Zucker, Vizepräsident des Geschäftsmieterverbands, der uns soeben ein paar aktuelle Informationen zum Thema Miete in Zeiten von Covid-19 gegeben hat. Und wir kommen jetzt zum zweiten Studiogast. Wir haben ihn ganz kurz vorher im Trailer gesehen, wo er einen Victor Marketing Award entgegengenommen hat. Patrick, Shoppi Tivoli hat 2019 den Victor Marketing Award gewonnen. Was hat der Preis für das Shopping Center bedeutet? Ja, das hat vor allem für mein Marketing-Team sehr viel bedeutet, weil wir doch immer wieder mit Marketing probieren, die Erlebniswelt vom Shoppi Tivoli eben halt mehr als einkaufen, wieder zu spiegeln, im Kunden zu geben. Und wenn dann eine Jury sagt, ihr habt das gut gemacht und nicht nur einfach der Chef, ich sage das zwischendurch in meinem Team auch, dann tut das natürlich umso besser. Und die haben dann also Gebühren gefeiert und haben das auch genossen, dort in diesen Bergen zu sein. Sehr schön, eben Shopping Center Forum, das grosse Familientreffen von der Shopping Center und Einzelhandelsimmobilienbranche hat eigentlich diese Woche, am Donnerstag, am 7. Mai, sollte stattfinden. Leider haben wir es natürlich auch müssen verschieben, was ein richtiger Entscheid ist, auf den 3. September.
wo wir natürlich dann hoffen, dass Sie alle auch dabei sind. Dort werden wir natürlich auch bemüht sein, die behördlichen Instruktionen und Hygienevorschriften zu beachten. Wir kommen ein bisschen auf den Lockdown zusammenzureden. Patrick, was hat das für dich und dein Team bedeutet, das Zentrum so müssen runterzufahren? Da schmerzt sicher das Herz von einem Zentrumverantwortlichen. Also seit zwei Wochen vorher schon geschmerzt, wo wir gemerkt haben, dass die Frequenz wegbricht. Also wir haben gemerkt, dass die Angst da ist, dass wir haben ja dann auch eine Stunde kürzer aufgemacht. Wir haben dort reagiert eigentlich für unsere Mieter. Und das schmerzt. Wenn man ein Verkäufer ist, dann schmerzt das. Wir haben aber dann vor keine Wochen eigentlich gewusst, wie weiter das geht. Woher geht es? Also, so verunsichert wie die Leute waren, sind wir natürlich auch als Branche gewesen. Wo dann der Lockdown kam, wo wir gewusst haben, es geht zu, dann war das im Moment ein Joke gewesen. Es war natürlich auch ein Joke gewesen, dass wir unser Geburtstagsfest haben müssen verschieben mussten, sehr viele Events absagen. 50 Jahre ist schon bei Tivoli da. Wir hätten gefeiert, wir hätten einen zusätzlichen Sonntagsverkauf gehabt. Alles verschoben, relativ kurzfristig. Das hat natürlich für uns Aufwand gegeben und das hat geschmerzt, das ist ganz klar. Es ist aber trotzdem so gesehen, dass einige Mieter natürlich in dieser Zeit offen haben. Das ist für viele ein bisschen überraschend gesehen. Ich habe viele Leute getroffen und gesagt, die Shoppingcenter sind zu. Nein, es sind eigentlich alle offen gesehen in dieser Zeit. Und die Mieter, die offen haben, haben die können profitieren davon. Sag jetzt mal in dem Sinn, dass ihr Grenzen, dass ihr das Positive seht, dass Grenzen alle zu sind. Seit der ganze Einkaufstourismus hat in dieser Zeit natürlich auch gar nicht können stattfinden. Sprich, die Mieter bzw. die Kunden, die nach Deutschland oder Frankreich gegangen sind, die sind in der Schweiz geblieben. Ich glaube, die hätten dort den Handel sicher können profitieren, nicht in der Gleichmäßig. Also wenn man sieht, dass wir natürlich mit 150 Läden noch 10 offen haben, haben wir nicht in dem Mass profitieren können, weil die Leute kommen bei uns von weiter her. Aber die regionalen Läden oder die, die halt, ich sage denen immer so Finkenläden, die in der Nähe sind, die haben ganz sicher profitiert. Und ich hoffe auch, dass sie Spuren hinterlassen haben bei denen, die in der Schweiz wohnen, dass es ja auch noch einen Schweizer Detailhandel gibt, wo ich jetzt froh war. Und das kann die Bäckerei sein, das kann die Metzgerei sein, das kann das Lädchen um die Ecke sein. Und da hoffe ich schon, dass etwas hängen geblieben ist. Es ist ja doch eindrücklich, Aldi und Co. an der Grenze haben 70% Umsatzeinbußen gehabt. Das ist doch eindrücklich. Das zeigt aber auch, wie viele Schweizer natürlich über die Grenze fahren. Natürlich nicht nur nach Deutschland und Frankreich, sondern auch Österreich und Italien. Du hast vorher gesagt, Patrick, Switzerland first. Das habe ich auch im Zeitungsartikel von dir gelesen. Was heisst das für dich konkret? Was ist ein bisschen Botschaft an die Konsumenten? Die Botschaft ist natürlich die, dass wir jetzt, froh sind wir in der Schweiz, wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen von Kurzarbeit profitieren. Das heisst, die haben ein Einkommen. Es gibt Länder, die haben null. Woher kommt das Geld? Das Geld kommt aus den Schweizer Firmen, das kommt aus den Mehrwertsteuern, das kommt aus den Steuern, die du und ich zahlen. Das kommt nicht von denen, die an die Grenzen gehen, wo die Leute das Geschäft machen. Oder online, wo sie von Fernost kommen. Die tun nichts in den Topf hinein. Und wenn man jetzt im Bundesrat zugelassen hat, müssen wir die Kassen irgendwann wieder füllen. Und da meine ich mit zusammenstehen. Jetzt sind wir zusammengestanden, es sind sehr viele Projekte entstanden, sehr viel geholfen, auch den älteren Leuten. Das finde ich schön. Stehen wir aber auch jetzt zusammen und sind uns bewusst, dass der Schweizer Detailhandel, wie aber auch die Gastronomie oder Tourismus, jetzt uns braucht und das Geld vielleicht halt im Schweizer Detailhandel ausgibt. Und bevor ich vielleicht einen Klick mache, überlege, von wo das kommt. Gut. Es gibt eine Art wie einen zweiten Frühling, behaupte ich jetzt einmal, wo uns erwartet. Der zweite Frühling fährt am Montag, 11. Mai, also heute in einer Woche, fährt an. Patrick, du freust dich im Jahr auf die Warteschlange, die sich werden bilden vor dem Center, aber sicher auch im Center, vor den Shops. Und ich als ehemaliger Centerleiter habe mir das immer gewünscht, dass vor den Shops natürlich auch Kunden anstehen. Wie gehen wir mit dem Thema um, Patrick? Also jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich mit dem grossen Einkaufszentrum unter der Woche bis zu 8'000 Leute reinlassen und würde das einhalten mit diesen 10 Quadratmetern. Jetzt kommen natürlich unter der Woche vom Montag bis Freitag nicht so viel. Da würde man wünschen, aber das ist auch vor dem Lockdown nicht so viel gekommen. Also das heisst, die haben genug Platz, es wird nicht irgendwo Kolonnen sein, es wird vor einem einzelnen Laden vielleicht mal sein, aber im Grossen und Ganzen
können sie sich natürlich vertun. Wir haben 18'000 Quadratmeter allein Malfläche. Also allein das mit 10 Quadratmeter sind 1'800 Leute. Von dort her, glaube ich, dürfen die Leute ungeniert kommen. Sie dürfen einkaufen. Die Läden werden offen haben. Wir werden alles Mögliche machen. Es wird dementsprechend an den Eingängen stehen, wie viele Leute dürfen rein. Und selbstverständlich, es braucht halt beim einen oder anderen Laden noch mal ein bisschen Rücksicht. Aber ich denke, da haben wir die letzten 2 Monate gelernt und werden das auch dementsprechend können umsetzen. Ich habe gesehen im Shopping Tivoli, dass vor den Läden gewisse Informationsscreens, das ist jetzt irgendwie neu, aufgehängt sind, also wo man kommunikativ eigentlich sagt, wie es vorgeht ist, bis in den Laden zu kommen. Eigentlich auch eine interessante Plattform, dass man eigentlich im Dialog mit den Kunden viel früher anfangen kann. Darfst du das unterstützen, bezug auf deine Mieter, dass sie dort, wo normalerweise im Aussenbereich vielleicht nicht möglich wäre, dass sie die Kommunikation bereits vor dem Laden anfangen können? Also wir haben 2 Kommunikationen vor dem Laden. Auf der einen Seite kommt jeder Laden ein Plakat über, wie viele Leute dürfen überhaupt hier. Dass der Konsument sieht, wie viele Leute sind überhaupt da drinnen. Also das heisst, ich kann ohne Probleme da drinnen einkaufen und es nimmt mir vielleicht der, der ein bisschen ängstlicher ist, die Angst, hey, ich bin hier nachher in einem vollgestopften Laden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den wir diese Woche am Anschauen sind, das ist mit der Gastronomie. Gastronomie, wo die 2 Meter zwischen den Tisch, die 4 Personen dort einhalten, dort sind wir jetzt am Schauen, dass wir möglichst auch Mahlflächen, die wir haben, auch mit Tisch bestücken können. So, dass der Unternehmer, und ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, ob der Gastronom, Retailer, alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um Umsatz zu machen. Das ist ganz wichtig. Dort bin ich eigentlich in den letzten Wochen ein bisschen überrascht worden, dass es immer noch einzelne Unternehmer gegeben hat oder Brands bei mir, die gesagt haben, ja, aber ein Stäubchen müssen wir nicht kürzer aufmachen und müssen wir schon mit allem starten. Ja, wir starten. Wir haben jetzt vom Bundesrat bekommen, wir dürfen. Und jetzt ist unsere Pflicht als Unternehmer, alles zu machen, dass wir Umsatz haben. Und wir werden sie Mieter unterstützen, wo es geht, dass sie Umsatz machen können, dass wir möglichst den 2. Frühling, wie du so schön sagst, können machen. Sehr gut, weil die Konsumenten, die wir jetzt wieder dürfen empfangen in den Shoppingzentren oder überhaupt in den Ladenstrassen, die haben sich die letzten paar Wochen natürlich sehr intensiv mit dem Online-Shopping beschäftigt. Vielleicht auch sich gewisse Sinn manchmal genervt, haben aber auch gemerkt, gewisse Sachen sind praktisch gewesen, online einzukaufen. Was denkst du, Patrick, wie wird sich das jetzt auf Konsumenten auswirken? Haben sie Gefallen daran gefunden oder sind sie froh, endlich können wieder ihre Kleider, die sie gekauft haben, können sie zeigen, Freunde können sie treffen und vor allem auch mit den Ladenbesitzern, wo man vielleicht auch Beziehungen aufgebaut hat, die wieder zu treffen. Hast du das Gefühl, was wirkt vor, die Freude, die man jetzt hat, dass man endlich wieder das machen kann, was man will? Es ist noch schwierig zu sagen, es wird verändern und ich glaube, die einen werden gefallen gefunden haben, die anderen werden vielleicht weniger gefallen haben an dieser ganzen Thematik online. Vielleicht ist es aber auch noch produkteabhängig. Ich bin aber überzeugt, dass wir wieder Leute sehen wollen. Und das Einkaufsverhalten, gerade jetzt für ein grosses Einkaufszentrum, und jetzt rede ich halt auch für Shopping Tivoli oder für eine grosse Stadt, rauszugehen, etwas zu trinken, etwas zu erleben, halt die Welt, wie es mir gefällt, im Zentrum, das wird sicher Vorrang haben und dort werden wir eine Rolle spielen. Also wir werden mehr mit den Events gehen. Die Strategie, die war vorher schon da, die hat sie jetzt einfach beschleunigt. Also wer nicht auf dem Weg ist, der hat sicher ein Thema. Was aber ganz wichtig ist, und da müssen sich die Unternehmer auf die Fahne schreiben, der Verkäufer und die Verkäuferin, das ist das, was es ausmacht. Ob ich in den stationären gehe, wie werde ich beraten, wie werde ich begrüßt. Das, wo die Schwerpunkte sind, wie kompetent bin ich, das habe ich im Online nicht. Und das habe ich jetzt vielleicht vermisst, sowohl vielleicht beim Online-Einkauf, aber eben auch miteinander zu reden. Und eben jemandem, wo man mal sagt, hey, der Kittel, den du heute da hast, der passt super, oder die Hose und so weiter. Oder hast du mal etwas anderes ausprobiert? Das sagt mir das Online nicht, außer vielleicht nach einem Rhythmus, weil ich das letzte Mal schon 3-3 Mal etwas gemacht habe. Aber ob denn da wirklich eine Veränderung ist, weiss ich nicht. Also dort sollen sie die Leute ausbilden, dass sie wirklich mit Freude arbeiten. Und vielleicht sagt die ein oder andere Verkäufer, der jetzt 2 Monate daheim war, bin ich froh, kann ich wieder arbeiten. Genau, Patrick, die Leute, die in diesem Detailhandel arbeiten, eigentlich auch die hat einmal einen Applaus verdient. Wir haben jetzt am Oben jeweils den Applaus gehabt für die ganzen Mitarbeiter, die im Gesundheitswesen arbeiten. Mein Appell war eigentlich, dass man am
am 11. Mai zu oben auch mal diesen Mitarbeitern danken und sagen, diesen Zehntausenden von Mitarbeitern, die eben tagtäglich für die Kunden an der Front da sind und sie dann beraten. Da kann er nur beipflichten. Jede Nacht, der Arbeitsplatz in der Schweiz ist im Detailhandel. Und da sind jetzt ganz, ganz viele daheim gewesen. Also wenn ihr denen einen Applaus geben wollt, dann macht da, aber macht da in dem Sinne, dass ihr reingeht, dass ihr sie unterstützt, dass ihr auch etwas kauft, weil dann sichert ihr denen ihren Arbeitsplatz sichern. Und in einem Verkäufer, der geht am zufriedensten zu oben heim, wenn er möglichst viele Kunden hat dürfen bedienen und glücklich machen. Dann, der Applaus, gebt dem aber vielleicht auch im Tourismus und in den Restaurant. Sehr schöner Aufruf, Patrick. Trotz allem denke ich, dass der Onlinehandel, übrigens wollte ich vorhin sagen, du hast einen Applaus geerntet im Chat. Peter Herzog hat sich gefreut über deine Aussage, dass Mahlflächen möglichst ein bisschen geöffnet werden können für die Retailer und für Gastronomen, damit die Kapazität entsprechend ein bisschen kompensiert werden kann, die natürlich vielleicht eingeschränkt ist auf der effektiven Ladefläche oder auf der Gastrofläche. Ich wollte noch darauf zurückkommen, auf den Einfluss vom Onlinehandel. Wir haben noch ein paar wenige Minuten, wo natürlich für alle Immobilienbesitzer oder eben auch Manager wie du von einem Shoppingcenter einen Einfluss kann haben. Was denkst du, was wird in Zukunft auf den Flächen, die vielleicht jetzt weniger für einen effektiven Verkauf, also für einen Retail genutzt werden, was für Nutzungsformen kannst du dir zum Beispiel in einem Shop in Tivoli vorstellen, wo du weißt, das kommt schon, oder wo du dir in Zukunft in den nächsten paar Jahren kannst vorstellen? Also auf der einen Seite sind das Mehrhalte-Events, es sind Modeschauen, da, die man kennt. Es sind aber auch Gastronomien, die wir in den letzten Jahren ausgebaut haben. Was zusätzlich reinkommt und wo wir vorher dran sind und jetzt natürlich noch verstärkt, das ist auf der einen Seite das ganze Thema Freizeit. Das kann bis zu einem Freizeitangebot sein, dass ich irgendwann einmal Kart fahren kann oder Laserdeck oder irgendetwas, ein Freizeitangebot. Und was aber auch kommt, sind immer noch mehr Dienstleistungen. Dienstleistungen halt im Schönheitsbereich. Da kennen wir das Nagelstudio, wir kennen den Coiffeur und so weiter. Da kann aber noch viel weiter gehen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Anbieter, wo man von diesen Dienstleistungen machen kann, dass man so in ein Zentrum reingeht und eigentlich einen Wohlfühltag hat. Und da kann vielleicht sogar sein, dass ich in die Massage gehe, mich kann verwöhnen lassen. Und wenn es mir ganz gut geht, gehe ich das Käffli nehmen und nachher tun wir noch eine schöne Handtasche oder ein schönes Kleid kaufen. Also es kann durchaus eine Chance geben, die ganze Veränderung, dass man halt mit der Zeit geht. Das denkst du, macht das Sinn in diesem Sinn? Absolut. Und ich glaube, dass Online, Offline, das muss verbunden werden. Also ein Retailer muss heute die Möglichkeit haben, dass ich dort reingehen kann, ich kann mir eine Hose anschauen. Die hat es vielleicht in der Farbe, wo ich sie will, nicht, aber ich kann sie gerade online bestellen, ich kann sie vielleicht gerade kaufen. Vielleicht kann sie in den Laden liefern lassen. Ich glaube, dort muss das zusammenschmilzen. Aber dort habe ich halt noch einen Hinweis, wenn man einmal von Umsatzmiete redet, dann bin ich einmal froh, wenn wir wissen, von welchem Umsatz ist es denn wirklich nur der stationäre oder ist es auch der Umsatz, den ich im stationären Handel online tätigt habe. Vielleicht müsste man dort vielleicht auch mal noch eine Klammer aufmachen, dann wäre vielleicht die Umsatzmiete ein bisschen attraktiver. Das denke ich ist ein wichtiger Hinweis. Fast zum Schluss von unserer ersten Sendung. Wir haben viele auch Teilnehmer gehabt, die im Chat ihre Meinung geäußert haben. Wir haben nicht alle diese Aussagen können aufgreifen. Wir danken aber allen, die im Chat aktiv dabei waren. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit an dem ersten Shopping Center Forum Live Talk. Sehr schön, dass Sie dabei waren. Ich danke natürlich auch meine Gäste via Skype, im Dr. Armin Zucker, Vizepräsident vom Geschäftsmieterverband. Vielen Dank, Armin. Du hörst uns noch. Jawohl, super, bis zum Schluss dabei gewesen. Und auch natürlich dir, Patrick, CEO vom Shopee Tivoli. Ich habe euch wirklich Daumen für den nächsten Montag und natürlich für die nächsten paar Monate, dass ihr so viel Umsatz wieder reinholen könnt. Ob ihr alles kompensieren könnt, das wird sicher schwierig. Aber dass ihr es gut habt, dass ihr Freude habt an der Arbeit. Und das Ihnen auch, meine Damen und Herren. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns wieder in einer Woche.
beim nächsten Live-Talk hier im Studio. Dankeschön vielmals.